Diese Geschichte ereignete sich, als ich noch ein Kind war. Und ich werde sie nie vergessen. Damals war ich erst ein junger Mann, vielleicht 12 oder so, und lebte in einem sehr kleinen Ort. Der sogar so klein war, dass er als Weiler und nicht als Stadt oder Dorf angesehen wurde. Diese Stadt war schon immer ein sehr seltsamer Ort, der aus 3 Kirchen und einem Friedhof auf einem Hügel bestand. Ich lebte am Rande der Stadt bei meinem Großvater, der ein weltbekannter Hellseher und Glaubensheiler war. Und so war ich von klein auf zusammen mit den Mitgliedern meiner Familie vielen mystischen Ereignissen ausgesetzt. Eines Tages lud ich also einen Freund ein, das Wochenende mit mir zu verbringen. Ich hatte die Wälder erkundet und die Stelle gefunden, an der das Knarren im Dorf hinter meinem Haus vorbeiführte. Und das war ein neuer Ort, den wir erkunden und an dem wir Zeit verbringen konnten. Als Kinder auf dem Lande waren wir gerne draußen unterwegs. Und der Wald war ein großartiger Ort, um neue Dinge zu entdecken. Ich war immer misstrauisch gegenüber dem Wald gewesen, weil ich dort seltsame Dinge erlebt hatte. Und versucht hatte, meinen Mut als junger Mann zu stärken, um meine Angst vor dem Wald zu überwinden. Nun, mein Freund kam eines Freitags vorbei und ich erzählte ihm von dem neuen Ort, den ich gefunden hatte und den wir uns ansehen sollten. Wir beschlossen, am nächsten Tag loszugehen, da es Samstag war und ich am Freitag nach der Schule einige Aufgaben erledigen musste, was mich bis zum nächsten Tag beschäftigte. Wir gingen durch den Wald und mussten einen Sumpf überqueren, indem wir einen metallenen Kuhzaun überquerten und zu Fuß gingen. Wobei wir unsere Füße in die Löcher des Zauns steckten und seitwärts auf die andere Seite kletterten. Als wir auf der anderen Seite ankamen, gingen wir durch eine Lichtung und einen Hügel hinunter zum Knarren. Wir begannen uns umzusehen und den Ort zu erkunden. Es war ein schöner Tag. Die Sonne schien und der Himmel war blau. Plötzlich bemerkte ich einen alten karierten Schlafsack, der nicht da war, als ich zuvor dort gewesen war. Mein Freund fragte mich, was das sei. Und ich sagte, dass ich es nicht wüsste und dass er beim letzten Mal, als ich dort war, noch nicht da gewesen sei. Plötzlich spürten wir beide ein seltsames Gefühl und sahen uns an. Ich nahm einen Stock und ging langsam zu dem Schlafsack hinüber, um ihn zu öffnen und hineinzuschauen. Nun, nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was wir fanden. Als ich den Schlafsack langsam öffnete, schrien mein Freund und ich beide auf. Was vor uns lag, war ein tiefroter Haufen. Mir und meinem Freund wurde übel und wir hatten das schreckliche Gefühl, dass da irgendetwas war. Wir fingen beide an, so schnell wir konnten zu rennen und ich warf einen Blick zurück und alles, was ich sah, war ein dunkles Wesen und die Äste und Zweige der Bäume, die sich hinter mir bewegten, als das, was auch immer es war, uns verfolgte und die Bäume zum Flimmern brachte, während es durchlief. Wir rannten so schnell, dass wir direkt durch den Sumpf liefen, der hüfttief und schlammig und eklig war und mit Gott weiß was gefüllt. Als wir nach Hause kamen, schwiegen wir eine Zeit lang und sprachen nicht darüber. Ich habe es meinem Opa nie erzählt, weil ich dachte, er würde mir nicht glauben. Mein Freund und ich sind nie wieder zusammen in den Wald gegangen. Später, als ich älter war, hatte ich noch ein paar andere seltsame Erlebnisse. Aber das war das Grausamste und Unangenehmste, was ich in diesem Wald erlebt hatte. Wenn ich heute zurückblicke, frage ich mich, was uns verfolgte und woher der Haufen blutiger stammte. Ich bin mir immer noch unsicher und werde es wohl nie erfahren. Diese Geschichte geschah vor 8 Jahren. Ich war 13 Jahre alt. Zu der Zeit lebten meine Mutter und mein Vater in dieser kleinen Stadt mit einer geringen Bevölkerung. Die Stadt hatte kaum Arbeitsplätze, sodass meine Mutter eine Hausfrau war, während mein Vater als Koch in einem Diner arbeitete. Als ich aufwuchs, war ich ein schüchternes Kind und hatte keine Freunde. Ich wurde immer in der Schule schikaniert, weil ich ein absoluter Versager war. Und ich liebte es zu schreiben und zu lesen. Aber das ist genug über mein persönliches Leben. Eines Wochenendes war ich also zu Hause. Mein Vater ging zur Arbeit, während meine Mutter natürlich zu Hause war und kochte und putzte. Ich war in meinem Zimmer und habe ferngesehen. Die Zeit verging schnell.
Einige Zeit später kam mein Dad nach Hause und meine Mom rief mich fürs Abendessen. Als wir fertig waren, war es Zeit für mich ins Bett zu gehen. Also erledigte ich meine tägliche Routine. Ich putzte mir die Zähne und zog meinen Schlafanzug an. Danach ging ich schlafen. Ich glaube, so gegen 4 Uhr morgens wachte ich wie aus dem Nichts auf. Wahrscheinlich aus einem schlechten Traum oder so. Aus irgendeinem Grund beschloss ich, aus dem Fenster zu schauen. Als ich aus dem Fenster schaute, sah ich diesen Mann. Er sah aus, als wäre er in den 20ern. Er trug einen langen Mantel mit schwarzen Hosen und langen Stiefeln. Und er hatte Gothic-Make-up aufgetragen. Er sah aus wie ein Goth. Seine Kleidung war ganz schmutzig. Und er hatte auch lange schwarze Haare und war glatt rasiert. Als ich diesen Mann sah, war ich so verwirrt, warum dieser Mann, den ich nicht kannte, vor unserem Haus stand und unser Haus anstarrte. Das fand ich wirklich seltsam. Nachdem er unser Haus 5 Sekunden lang angestarrt hatte, ging er auf das Auto meiner Mutter zu und zerrte an der vorderen Beifahrertür. Aber sie war verschlossen. Dann ging er auf unsere Haustür zu und begann an die Tür zu klopfen. Das weckte natürlich meine Eltern auf. Sie gingen die Treppe hinunter und gingen zur Tür und öffneten sie. Und dann hörte ich den Mann sagen: "Hallo, es tut mir leid, dass ich euch beim Schlafen störe, aber ich brauche Hilfe. Ich bin gestrandet und die ganze Nacht stundenlang gelaufen. Und ich wollte fragen, ob ich auf ein Glas Wasser reinkommen könnte." Dann sagten meine Eltern höflich: "Klar, kommen Sie rein." Dann hörte ich Schritte und die Tür schloss sich. Danach schlich ich nach unten, um zu sehen, was sie machten. Sie saßen gerade am Esstisch und unterhielten sich. Meine Eltern fragten den Mann, ob er eine Familie hat, bei der er wohnen könnte. Nach ihrem Gespräch hörte ich, wie der Mann meine Eltern fragte, ob er 5 Minuten für sich haben könnte. Meine Eltern sagten ja und gingen aus dem Zimmer. Sobald sie weggegangen waren, stand der Mann auf und schlich zu den Autoschlüsseln, die dort aufgehängt waren, nahm einen von ihnen und steckte ihn in seine Tasche. Als ich das sah, schrie ich: "Mama! Papa! Er hat einen der Autoschlüssel genommen!" Als ich schrie, erschrak der Mann und rannte zur Tür und schob meine Mutter und meinen Vater aus dem Weg und öffnete die Tür und rannte raus. Ich rannte nach oben, um aus dem Fenster zu schauen. Und ich sah, wie der Mann zum Auto meiner Mutter rannte und es aufschloss und sich auf den Beifahrersitz setzte und die Türen verriegelte. Meine Mutter rannte zur Tür und ich hörte sie schreien: "Verpiss dich aus meinem Auto!" Dann rutschte der Mann auf den Fahrersitz und startete das Auto und fuhr davon. Meine Mutter rannte ins Haus und mein Vater rief die Polizei. 15 Minuten später traf die Polizei ein und meine Eltern gaben eine Beschreibung des Mannes ab. Bis zum heutigen Tag wurde er nie gefunden. Und ich werde diesen Tag für den Rest meines Lebens nicht vergessen.